Moin Leute, da melde ich mich mit dem 26. Teil Einstieg rechts. Wir sind nach dem Konzert. Wir sind nach dem Konzert bei mir zu Hause in der kleinen Wohnung über dem Haus meiner Eltern. Die Stimmung ist sehr ausgelassen. Die Kameraden, die uns rausgelassen haben, kaum Kommunikation, weil die Melanie bei mir geblieben ist. Wir sind dann, wie gesagt, hochgegangen zu mir in diese Art Wohnung, die ich da oben hatte. Ich hatte Rechtsrock-Kuschelmusik reingemacht, sowas in der Art, auch sowas gibt's. So von der Stimmung her, die Botschaft ist natürlich trotzdem Dirty Brown. Aber sowas macht man dann an. Wir saßen dann so auf der Couch und ich dachte so, Mann, was kann man noch anbieten, außer ein Dosenbier, das ich dann noch da habe. Vielleicht hatte ich auch eine Kiste normales Bier da oder so, aber ich war da zu dem Zeitpunkt noch nicht so der Mega-Gastgeber. Und war da auch nicht so drauf vorbereitet, obwohl ich hätte es mir denken können, aber so war es dann halt nicht. Also Musik läuft, man liegt dann so auf der Couch, keiner kann natürlich mehr fahren und dann ganz gentleman-like sitzt man erst, man macht noch Smalltalk und so weiter, bis man dann irgendwann ich mir dann so viel Mut dann angetrunken hatte, dass man dann einfach, wenn man schon nebeneinander so auf der Couch sitzt, dass ich dann die Melanie genommen habe und sie dann geküsst habe. Ich wurde nicht abgelehnt, ich habe keine schallende Ohrfeige bekommen, wie sich das viele hier wünschen würden, wahrscheinlich mal wieder für mich. Aber das war nicht so, sondern es war dann so ein surreales Bild, wenn man sich das so vorstellt. Bei Patreon ist ein Bild drin von meinem alten Kinderzimmer, wenn man sich das so diese alte Couch von Oma und Opa vorstellt. Eine schwarz-weiß-rote Fahne, die hängt, HSV-Schalen, Poster von Romper Stomper, es läuft Rechtsrock irgendwie, es ist so, wenn man das heute so Revue passieren lässt, dann klingt das schon so, es könnte ein RTL2-Redakteur nicht besser scripten, aber es war so. Und es wurde dann so erwidert und man freut sich, ich war natürlich immer noch spitz wie Nachbarslumpi, kaum Blut im Kopf. Und es war dann auch so, dann ab diesem Zeitpunkt war ich dann auch zielorientiert und habe mich dann sozusagen drauf gefreut, hoffentlich geht es jetzt hier weiter. Aber ganz gentlemanlike habe ich dann halt auch angeboten, ja, naja, ich habe jetzt hier mein Bett und ich habe hier diese Couch und du könntest natürlich im Bett schlafen, ich schlafe dann auf der Couch und so wurde das dann auch erstmal abgenickt sozusagen. Ich habe natürlich nichts vorbereitet. Also ich hätte mich jetzt auch einfach so auf die Couch gelegt, einfach mit so einer Decke und hätte dann da geschlafen und habe gedacht, ah, scheiße, so kann das jetzt hier irgendwie nicht ausgehen. Und ich muss dazu leider sagen, das ist eine Botschaft, viele junge Leute da, wenn ihr vorhabt, Sex zu haben, verhütet. Ja, also es wäre eine ganz wichtige Sache. Auf jeden Fall, ich war grundlegend nicht vorbereitet. Auf jeden Fall war es dann noch so, dass mir das dann angeboten wurde, dass wir dann noch, was heißt angeboten, das klingt jetzt so im Nachhinein, wenn ich das so erzähle, klingt das fast so, aber ich war eingeschüchtert. Sagen wir es mal so, ich war eingeschüchtert. Ich hätte nicht gedacht, das war für mich schon, die Melanie war für mich schon ein Riesenfang. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sozusagen in ihrer Liga spiele und es war für mich eine wahre Eroberung und dann fühlte man sich unzulänglich vielleicht oder man war verunsichert, ja, also ob man dann gut genug ist und macht man jetzt alles richtig, wollte dann extra alles gut machen, dann macht man erst recht irgendwie dummes Zeug. Es war dann auf jeden Fall so, dass wir dann uns immer wieder geküsst haben und dann bin ich doch mit rüber zum Bett und bevor wir jetzt hier zu intim werden, war es dann so natürlich erstmal geplant, dass man sich nur küsst und dann irgendwie halt, stopp. Aber viele werden das kennen, dass wenn man im Rausch der Sinne ist und es in dem Augenblick dann gut passt, dann kommt es auch zum Geschlechtsverkehr. Und das dann jetzt hier so zu erzählen, geht euch nichts an. Ich kann euch nur dazu sagen, ich war so dermaßen geflasht von der Frau, das ist jetzt Real Talk. Ich war ja zu diesem Zeitpunkt, was war ich jetzt hier, vielleicht 21 oder so. Also ich hatte vorher natürlich schon einige Freundinnen oder so, aber das war halt die große Eroberung. Und ich war schon vorher so aufgeregt, dass, naja, der Akt jetzt keine olympische Leistung dargestellt hat. Nennen wir es mal so. Ja, so.
Das ist halt ein bisschen Real Talk. Ich war da wirklich eingeschüchtert. Ich habe mir gedacht, ja, das ist die Frau und jetzt willst du alles richtig machen und ist man so unter Druck und dann ist der Druck auch schnell weg. Also, genug Details? Ja, okay, alles klar. Also, das war dann nicht unbedingt die mega große Aktion. Man hat dann irgendwie dann diesen Sprung geschafft von diesem Konzert, Dosenbier trinken, Couch sitzen, dann doch zum im Bett liegen, Geschlechtsverkehr gehabt und dann doch in die Intimität gehen, also das, was danach dann kommt, also dieses Zusammenliegen und sich erstmal sozusagen körperlich kennenlernen, ob sich das gut anfühlt. Und das war in dieser rechten Szene, in dieser Einstiegsserie dann doch ein sehr, sehr schöner Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das könnte jetzt wirklich gut passen und das wird vielleicht was Längeres. Und man wollte dann nichts falsch machen, das sind dann die sogenannten Werbungswochen, wo man sich dann gegenseitig auch gut präsentiert, damit man, also dass man so Werbung für sich macht, komm, bleib doch bei mir und lass uns doch irgendwie zusammenkommen. Wir hatten jetzt nicht darüber gesprochen, die Nacht ging vorbei, es hat sich relativ schnell natürlich rumgesprochen, die damalige rechtsextreme Neonazi-Szene war auch eine Szene wie viele andere Szenen, in der ich war oder Milieus. Es ist voll mit Klatsch und Tratsch und das übernehmen meistens nicht die Frauen, sondern das übernehmen meistens die Männer. Also dieses Klischee könnte man dann auch mal beiseite wischen. Es war dann gleich so am nächsten Tag. Also wir sind dann aufgewacht. Ich bin dann noch runter damals zu meinen Eltern und habe noch sowas wie Frühstück gemacht, weil ich hatte ja außer Dosenbier und einen Kühlschrank mit Licht drin, hatte ich ja nicht viel mehr. Hab dann noch so versucht, unten von meinen Eltern so Frühstück zu holen, die dann auch gesagt haben, hast du Frauenbesuch? Und ich sage, ja, das geht euch nichts an und so. Und ja, auf jeden Fall ziemlich aufgeregt und man will sich dann auch gefallen, haben dann noch zusammen gefrühstückt und haben dann auch noch so den Großteil des Sonntags verbracht und haben halt gemerkt, okay, wir wollen wirklich Zeit verbringen, das ist wirklich cool und haben so auch Spaß so aneinander. Also da war das Politische und dieses Rechte war da völlig außen vor. Wir haben uns das Konzert ausgewertet und sonst was. Also wir sind überhaupt nicht in die Politik gegangen, obwohl wir beide ja so aus der rechtsextremen Szene kamen, aus der rechten Szene kamen, stand das zwischen uns nicht zur Debatte. Also da muss man sich ein bisschen von lösen, dass durch, also bei mir war das nie so, dass ich dann mit meinen Partnerinnen dann politisch diskutiert habe. Ja? Also wir sind dann Nachrichten angemacht haben, also sich N24 oder NTV oder so und dann erstmal großen Rundumschlag gegen Amerika, gegen die Regierung, gegen sonst wen und so weiter, stand überhaupt nicht zur Debatte. Also es ging viel um Musik und einfach den ganzen normalen Tagesablauf. Ich wurde dann ja mal gefragt, wie sieht so ein Tagesablauf aus, der ist relativ normal zu allen anderen. Das Wochenende sieht halt anders aus und dass man in dieser Szene doch mit mehr Hass lebt und sich, dass es ein schnelllebigeres Leben ist und natürlich mit viel gewalttätigen und hassenden Menschen, aber grundsätzlich ist die Woche relativ langweilig dann. Und wie gesagt, da hatte sich das bei den Kameraden schnell rumgesprochen. Ich habe dann am nächsten Tag, ernsthaft, habe ich schon zwei Anrufe bekommen, so, ja, ich habe gehört, die Melanie hat bei dir geschlafen und so. Ich sag so, ja, die hat nicht nur bei mir geschlafen, die hat auch mit mir geschlafen. Das ist Prollgetue, hätte ich mir klemmen können. Das wurde fast ungläubig aufgenommen, besonders auch von dem Kamerad, der gefahren ist und so. Und das muss ich mal dazu sagen, der Kamerad, der gefahren ist, und mit dem war ich eigentlich auch relativ gut befreundet, der hat, nachdem die Melanie dann bei mir geblieben war, der hat nie wieder Kontakt mit mir gehabt. Also ich glaube, wir hatten danach, wir haben uns mal wieder gesehen, aber es war nie wieder so. Also es wurde echt entzweit. Also ich habe mir auch die Frau nicht ausgespannt oder sonst was, sondern sie hat sich für einen entschieden. Das war nun mal nicht er. Und das ging bei sehr, sehr vielen in der Szene rum. Das ging sehr, sehr schnell rum und da war es ganz schnell, dass Melanie und ich auch ausgeschlossen wurden von einigen. Das ging sehr, sehr schnell, also da funktionierte der Buschfunk so schnell, dass man wirklich ausgeschlossen wurde. Ja, jetzt hat der und der, hängt mit der rum, ja, dann scheiß auf die und scheiß auch auf sie und so geil war sie nun auch nicht und so toll war sie nun auch nicht und so weiter. Und dann soll sie doch mit dem abhängen und so weiter und dann sollen sie doch da in Stockelsdorf versauern oder sonst was. Das kam sehr, sehr schnell. War uns relativ egal, weil wir den glücklichen Moment gerade genießen wollten. Es war dann wirklich so, dass wir sehr schnell, sehr intensiv Zeit verbracht haben. Also sie wohnte damals auch noch bei ihren Eltern, nicht weit weg von mir, vielleicht 1,5 Kilometer.
2 Kilometer weit weg von mir, hat in Lübeck gearbeitet. Das heißt, ich habe sie öfters in der Mittagspause besucht oder nach der Arbeit kam sie grundsätzlich zu mir. Wir haben dann Musik gehört, wir sind spazieren gegangen und also diese Dinge, die ich sonst nicht mache, habe ich dann gemacht und haben dann sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben das auch körperlich genossen. Ich musste mich dann erstmal langsam dran gewöhnen, wie scharf ich auf sie war, bis das dann einen ordentlichen Rhythmus ging. Ich muss da selber mich jetzt lachen, aber es war so. Ich will euch hier die Wahrheit erzählen. Ja, weil ich sie natürlich damals, war natürlich dieser große Fang und dann musste man sich dran gewöhnen, dass man nicht immer das nur sehr kurz hält. Und es änderte sich jetzt das erste Mal, dass die Wahrnehmung in der Szene. Mir wurde das erste Mal die Szene in Lübeck richtig unwichtig. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, konzentriere dich doch jetzt auf diese Frau und konzentriere dich auf das Business. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon fertig mit meiner Ausbildung. Sie war noch in der Ausbildung in einem medizinischen Beruf, war aber auch kurz davor, das zu beenden. Für mich stand es jetzt klar, zum Ende meiner Ausbildung mich selbstständig zu machen. Ich hatte zwar ein Angebot in meinem Lehrberuf, ich habe großen Außenhandelskaufmann gelernt und ich hatte zwar ein ganz attraktives Angebot, aber ich wollte mich selbstständig ausprobieren und hatte da so überhaupt keinen Bock drauf. Und für jemanden arbeiten zu gehen, sondern ich wollte sagen, okay, ich probiere es mit einer Selbstständigkeit aus. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Ich habe dann mit ihr viel Zeit verbracht. Ich habe mich währenddessen dann selbstständig gemacht. Und zwar habe ich dann von meinen Eltern erstmal, ich habe ja eine 3,5 Jahre ältere Schwester und die hat für ihr Studium, sozusagen Geld bekommen von meinen Eltern. Meine Eltern haben sie finanziell unterstützt während des Studiums und meine Eltern wollten fair sein zu beiden Kindern und haben dann gesagt, ja, wenn du dich selbstständig machst, Philipps, dann kriegst du das Geld, was deine Schwester bekommen hat, kriegst du dann als Startgeld für deine Selbstständigkeit. Und da habe ich gesagt, her mit der Kohle. Ja, habe das Geld mir geben lassen, habe mich dann selbstständig gehabt, noch ein KfW-Förderdarlehen beantragt und so weiter. Ich habe meine Ausbildung ja vorzeitig abgeschlossen. Das heißt, nach 2,5 Jahren war ich fertig im Winter. Und um Fördergelder zu kriegen, musste ich mich dann arbeitslos melden nach der Ausbildung, irgendwie 3 Monate. Und wenn ich Fördergelder kriege, ist halt deutsche Bürokratie, funktioniert manchmal nur so. Und wir haben die Zeit dann sehr intensiv genutzt. Ich hatte also 2-3 Monate Zeit, hatte ein Überbrückungsgeld sogar vom Arbeitsamt, von der Ausbildung und so weiter. Musste zu Hause während der Arbeitslosigkeit erstmal nichts abdrücken und konnte mich voll auf Melanie konzentrieren. Und das war schon echt eine relativ coole Zeit, weil sie mal das erste Mal wieder entspannt war. Das waren so ein paar Monate, die frei von Gewalt waren. Sie waren nicht frei von Fremdenfeindlichkeit und Hass, aber frei von Gewalt. Und wir haben die Wochenenden anders verbracht. Das war das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so richtig, dass ich wieder Rhythmus reinbekommen habe, seitdem ich 14 war. Die letzten 5-6 Jahre waren Wochenende bestimmt durch Alkohol, durch Los, durch Kameraden, durch Gruppendynamik und so weiter. Und jetzt war ich das erste Mal raus da. Wir haben Wochenenden also verbracht, dass wir nach Hamburg gefahren sind, sind dort spazieren, haben mit der Familie Zeit verbracht und so weiter und haben relativ schnell einen auf deutsche Familie gemacht und haben selbst in dieser sehr, sehr schnellen Anfangszeit sehr schnell selbst über Nachwuchs gesprochen. Ja, das war damals so ein Thema und ich musste dann jetzt meine Selbstständigkeit auch irgendwie voranbringen. Ich habe mit einer Idee gestartet, mit Textilien. Das werde ich aber, glaube ich, nächstes Mal erzählen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann, wie gesagt, selbstständig gemacht. Erzähle ich es jetzt. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ich wollte Textilien importieren aus Kroatien. Mein Vater hatte da einen Kontakt hin. Da ging es halt auch um Hemden bis hin zu Krawatten und so weiter. Ganz komische Geschäftsidee. Aber wenn man neu selbstständig ist, dann fällt man manchmal auf so gewisse Dinge rein. Mein Vater war da ganz euphorisch, hat mir da Leute festgestellt. Ich bin auch nach Kroatien dann runtergefahren, habe diese Dinge gekauft und so weiter. Ich glaube, die liegen heute noch bei meinen Eltern im Keller und da habe ich schön, ich glaube, oh, was habe ich da begraben? 10.000 Euro oder so habe ich da bestimmt begraben. Ist ein Lernprozess. Damit habe ich aber angefangen.
Ich hatte aber nicht so den Mega-Druck, weil damals gab es noch Förderprogramme. Ich habe monatlich Geld bekommen, aber das verdrängt man dann auch, dass diese Förderprogramme irgendwann auslaufen, dass man dann irgendwann als Selbstständiger auch sein Geld verdienen muss. Das heißt, ich habe mich mit was selbstständig gemacht, wo ich eigentlich keinen Bezug zu hatte. Also es war nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenzen waren damals leider, was Gewalt, Rechtsrock und so anging und so weiter. Und ich war grundsätzlich immer ein Leben lang ein Verkäufer. Das sagen ja Leute heute noch hier auf dem Kanal. Ja, der verkauft sich da wieder. Ja, okay. Meine Güte. Hate, hier bitte hier drunter in die Kommentare schreiben. Aber bleibt sachlich, bleibt nett, dann bleiben die Kommentare auch, wenn ihr nur reinschreibt, Philipp, geh sterben, dann kann das auch mal gelöscht werden. Und das heißt, da fing dann schon eine relativ schwere Zeit an. Die Melanie hatte dann auch relativ schnell ausgelernt und hatte dann, um ehrlich zu sein, hatte sie unseren Lebensstil finanziert. Ich lebte dann schon mit von ihrem Geld. Sie war sehr fleißig, sie war sehr gut in ihrem Job. Sie hat auch in einem Job gearbeitet, wo sie Prämien und Boni eingefahren hat. Und davon lebten wir. Wir lebten also relativ kostengünstig bei meinen Eltern oben. Sie hat gut verdient. Ich habe nebenbei ein bisschen Förderung bekommen. Da konnten wir unser Live so ein bisschen drauf loschillen. Aber ich habe es ausgeblendet so, dass bei mir das ja bald ausläuft und dann stehen Krankenkasse auf dem Plan, wovon lebe ich, auch meine laufenden Kosten von Internet, Handy und was weiß ich nicht, alles Auto. Ich hatte ja mittlerweile diesen 3-Liter Lupo mir zugelegt über ein Förderdarlehen und so weiter. Also ich habe auch in der Selbstständigkeit, ich habe schon am Anfang auch viel Mist gebaut, aber als Anfang 20-Jähriger steigt man da noch nicht ganz so durch. Leute, dann holt euch Hilfe, fragt Leute, die schon länger selbstständig sind, was man machen sollte und was nicht und naja, egal. Ich habe es verdaut bekommen, das Geld, aber wäre auch cool gewesen, wenn ich das nicht so alles verbraten hätte. Und es änderte sich auf jeden Fall. Dann kamen natürlich auch immer diese Sprüche so, ja, jetzt halten die sich dafür was Besseres, jetzt hängen die nur noch miteinander rum und so weiter. Ja, ist natürlich immer blöd, wenn man dann so seine ganzen Freunde vergisst oder so, aber eine neue Liebe ist stärker wahrscheinlich als die Bindung zu vielen Freunden. Das ist manchmal so. Könnt ihr gerne hier so drunter kommentieren, aber es war auf jeden Fall so. Und es sollte dann relativ schnell auch gehen. Wir hingen noch mit 2, 3 Kameraden und mit ihren Freundinnen rum. Aber da sollte es auch relativ schnell zum Bruch kommen, weil Melanie sich in eine Sache eingemischt hat, die für großen Wirbel gesorgt hat. Und jemand aus Lübeck hat dann richtig Stimmung gemacht und wollte dann aus dem Gefängnis auch raus und hat zur vollen Attacke gegen mich und Melanie sozusagen gerufen und da fing dann eine Zeit an, wo wir dann gesagt haben, scheiß drauf, aber das erzähle ich euch das nächste Mal. Diese Serie geht auch nur noch 1 oder 2 Teile und dann steigen wir ins Rechtsrock, in den Aufstieg Rechtsrock ein und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ihr dürft gerne Bilder auch von meinem Kinderzimmer, von der Melanie und so weiter, sind immer hier unten in der Linkbeschreibung bei Patreon drin. Werdet gerne Pate vom Kanal, das ermöglicht viel mehr, dass wir machen wollen. Wir wollen mit dem Kanal noch viel machen, viele Menschen erreichen und das geht nur mit eurer Unterstützung. Ansonsten schaut doch mal auf den Verein extremistlos.de, wer Interesse daran hat, dass ich mal vorbeikomme und mit Jugendlichen arbeite oder auch mit Erwachsenen, der darf auch gerne auf den Verein gehen und wer das Video gut findet, darf einen Daumen oben lassen. Wer mich generell scheiße findet und dieses Video scheiße findet, darf einen Daumen runterlassen und ich freue mich wie immer, wenn ihr kommentiert und die Videos verbreitet und so weiter und ich freue mich jetzt, dass ich durch bin, 18,5 Minuten und ich verbleibe wie immer mit der Mahoi von der Küste. Ja.